Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Das letzte Mal haben wir von den ersten Konsequenzen unserer Handlungen hier in Dogtown erfahren und dann auch noch zwei brasilianischen Geheimdienstagenten ausgeholfen, beziehungsweise einer Geheimdienstagentin. Und ich habe dann auch gesehen, am Ende waren wir kurz vor Level 60, also vor dem Maximum-Level. Deswegen bin ich jetzt einmal zwischen den Episoden hier in Dogtown nochmal rumgerannt, habe noch zwei Fallschirmabwürfe erledigt und jetzt haben wir das Maximum-Level von 60 erreicht. Und da es ja jetzt auch in das Black Sapphire, also in das große Hotel von Kurt Hansen geht, nutzen wir die Chance doch jetzt einmal, um unseren Bild auf Vordermann zu bringen, um ihn zu optimieren und vielleicht besuchen wir dann auch noch einen Ripper Dog für ein bisschen mehr Cyberware und upgraden die dann auch noch, so dass wir uns jetzt richtig auf diese Konfrontation mit Kurt Hansen vorbereiten. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir hier gleich mal auf unsere Werte und ich würde sagen, wir setzen die einmal komplett zurück. Jetzt sind alle auf 3. Und hier bei Konstitution fangen wir einmal an. Ich habe auch gesehen, also den Bild habe ich soweit einmal in dem Bildplaner vorbereitet. Wir brauchen gar nicht diesen notwendigen Schmerz hier auf Stufe 20, weil die Aufladegeschwindigkeit von Gesundheitsitems kann uns eigentlich egal sein. Aber alles, was hier ist, was uns tankiger macht und was uns Gesundheitsregeneration gibt, das würde ich gerne einmal mitnehmen. Das heißt, die Punkte, die wir in Konstitution reinpacken, würden auch bei 15 schon ausreichen. Aber tatsächlich können wir die hier noch bis auf 18 einmal weiter skillen, weil es gibt ja dann auch noch ein paar weitere Boni durch Konstitution. Und wir nehmen auf jeden Fall die Gesundheitsregeneration im Kampf. Wir nehmen auch ja, das mit der Blutpumpe und die Chance auf Schadensminderung durch Gesundheitsitems, die Gesundheitsregeneration für jeden fehlenden Prozentpunkt von der Gesundheit und auch Gesundheitsregeneration für jeden Gegner in der Nähe. Dann auf jeden Fall auch alle drei Level hier in Adrenalinschub, sodass wir auch einfach hier dieses Adrenalin, dieses Schutzschild haben, wenn wir in den Nahkampf gehen, sowie unaufhaltsame Kraft, dass wir einfach nicht in irgendeiner Form mehr in unserer Bewegung eingeschränkt sind und auch die Walze als Bewegungstempo und Schadensboost sowie der kühle Kopf. Einfach nur nochmal die Verzögerung, bevor das Adrenalin abgebaut wird. Das nehmen wir alles einmal mit hier in Konstitution. Reflexe können wir dann erstmal voll skillen auf Stufe 20. Das heißt, das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil da drüben hier haben wir die ganzen Talente für die Klingenwaffen. Das brauchen wir also auf jeden Fall für unsere Mantisklingen oder für die anderen Schwerter und Messer, die wir nutzen. Und ich würde auch hier einmal anfangen mit Blitzschnell. Wir brauchen das Bewegungstempo bzw. das Stürmen. Das hier unten, das gibt uns erstmal keine wichtigen Boni. Das heißt, wir gehen gleich über in das Stürmen und dann auch natürlich Schadensminderung. Bisschen mehr Ausdauer, wenn wir Gegner beim Stürmen neutralisieren. Und eine erhöhte Sturmreichweite. Dann haben wir auch hier noch den Luftansturm. Das ist natürlich sehr cool. Mit der verbesserten Manövrierfähigkeit und der Schadensminderung. Und natürlich dem Rückenwind hier oben. Für mehr Ausdauer beim Luftansturm. Und hier drüben nehmen wir im Prinzip alle möglichen Klingenfertigkeiten. Den Donnerschlag, das Umlenken sowie auch hier die Bullet Time, die Finisher, erhöhte Reichweite, Bewegungstempo und alles, was dazugehört. Das ist dann erstmal unser Reflexbaum. Auch hier im technischen Fähigkeitenbaum werden wir jetzt erstmal 20 Punkte investieren, damit wir auch bis zu den oberen Eigenschaften kommen. Und dann haben wir hier einmal das ganze Chrom, also wir bekommen mehr Prozente auf unseren ganzen Modifikationen und dann haben wir auch noch geringere Cyberware-Kapazitätskosten. Nehmen wir beides einmal mit. Minus 5% erlittener Schaden, wenn wir alle Cyberware-Slots im Integument-System und im Skelett einmal platziert haben. Das passiert auf jeden Fall. Mehr Cyberware-Kapazität für jedes Attribut, das ist auch gut.
erhöhte Wertmodifikation und dann auch noch eine dritte Kategorie, wenn wir jetzt unsere Cyberway upgraden. Da bin ich sehr gespannt. Gut, dass wir dann gleich noch den Ripper Dog besuchen gehen. Dann holen wir uns noch die Lizenz zum Verchromen. Das erhöht auch nochmal alle Wertmodifikationen, gibt uns mehr Panzerung. Also ich finde gerade dieser technische Baum ist jetzt so stark. Also rein von dieser Anzahl an Boni, an prozentualen Boni, die man bekommt. Noch ein zweiter Slot für die Hände, noch eine verringerte Abklingzeit. Cell-Adapter und Dauer für Cyberware-Effekte und dann natürlich den Edge-Runner. Also damit können wir die Cyberware-Kapazität noch weiter pushen und können da aber auch in diesen Raserei-Modus verfallen. Da verursachen wir dann natürlich mehr Schaden und haben eine erhöhte kritische Trefferchance und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, das klingt schon so ein bisschen Cyber-Psycho-mäßig. Nehmen wir aber trotzdem einmal mit. Und hier drüben gibt es noch ein bisschen was zu Tech-Waffen. Und das passt natürlich auch ganz gut, weil wir haben ja immer eine Tech-Sniper. Und da können wir auch im Prinzip alles einmal skillen. Dann können wir einen Blitzschlag verschießen, welche dann gegnerische Panzerung ignorieren und so weiter und so fort. Also das ist richtig cool. Und wir können das selbst aufladen, sodass die Waffe einfach nicht losfeuert, wenn wir sie auf dem Maximum hochgeladen haben. Passt sehr, sehr gut zu unserem Bild, zu unserer Sniper. Und auch hier im Coolness-Baum werden wir jetzt einmal die restlichen Punkte verteilen, sodass wir hier auch nochmal bis auf 20 kommen. Damit haben wir nämlich hier die ganzen Skills für Revolver und Sniper. Das heißt auch hier mehr Schaden, bessere Präzision, den Fokus, den wir haben, diesen Slow-Motion-Effekt und alles, was dazugehört. Ich packe euch den Bild auch gerne in die Beschreibung. Oh, wir haben nicht genügend Vorteilspunkte. Wie das denn? Also die Vorteilspunkte sind uns jetzt zwar ausgegangen, aber laut dem Charakterplaner gibt es da noch einige, die wir bekommen. Ich weiß noch nicht genau wie. Vielleicht kann man einfach jetzt ab Level 60 noch weiter leveln für Vorteilspunkte. Keine Ahnung. Aber so würde ich das erstmal stehen lassen, weil eigentlich müsste ich mir noch den Skill holen und dann auch noch die hier aus diesem kleinen Stealth-Baum. Aber dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir packen natürlich noch die Relic-Punkte hier wieder rein. Dann sind wir so auch wieder aufgestellt, wie wir zuvor waren. Und dann gucken wir mal, wie gut wir jetzt so zurechtkommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich glaube, gleich hier in der Nähe war auch ein Ripper Dog, genau. Gehen wir einmal den besuchen. Wenn der Kick alt ist, frage ich mich manchmal, wer hier gelebt hat. Taylor wurde rekrutiert von Bargest. Der Junge ist total selig. Und du? Gucken wir mal, was der hier für uns auf Lager hat. Sicher, sobald er seine Schulden beglichen hat. Es geht ab. Gemütlich. Wie kommt's, dass ein Ripper wie du hier in den Stacks gelandet ist? Ach, die Stadt ist so beengend, weißt du, Chum? Ich wollte wohin, wo es keine Regeln gibt, keine Grenzen. Wo ich einfach ich sein kann, verstehst du, was ich meine? Yep, hast deine Ripper-Lizenz verloren, nicht wahr? Was kümmert's dich? Willst du was oder nicht? Dann zeig mal, was du so drauf hast. Hoffentlich bereue ich das nicht. Wenn was juckt, kommst du einfach wieder. Mann, stell dich nicht so an. Oh, toll. Ja, das heißt, wir haben hier genug Kapazität und dann schauen wir mal, was wir alles pushen können. Ich würde auf jeden Fall die Mantis-Kling gerne austauschen. Der hat hier nämlich welche, die 99 Schaden pro Treffer machen, anstatt nur 54. Und dann haben die auch noch Bonusschaden im Stealth-Modus und erhöhten Nahkampfschaden. Die nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Dann im Skelett, da habe ich auch gesehen, kann man hier
sich solche neuen Rüstungen einsetzen lassen. Und die geben, wie man rechts sehen kann, schon einen sehr hohen Rüstungsbonus. Da gucken wir mal, das ist 180, das ist 207. Ich glaube, 207 ist das Höchste, was wir bekommen. Also setzen wir das einmal ein und wir könnten auch unser Skelett hier einmal austauschen. Das würde die Rüstung noch verringern. Boah, 728 ist schon ein sehr hoher Wert. Titaniumknochen, die erhöhen unsere Tragekapazität. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die auszuwechseln. Für 66 mehr Rüstung. Na, mehr Nahkampfschaden und Ausdauerkosten im Nahkampf. Das könnte natürlich auch cool sein. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir mit. Mehr Nahkampfschaden sollte nicht schlimm sein. Dann haben wir hier unseren Reflexmodulator, unseren Synapsenbeschleuniger. Das ist eigentlich alles sehr cool. Hat uns zumindest rein so vom Gameplay sehr häufig geholfen. Tatsächlich gäbe es hier noch den Stabber, der die kritische Trefferchance mit Klingenwaffen und Wurfwaffen erhöht. Aber das hier oben mit dem Reflexmodulator und dem Synapsenbeschleuniger einfach nur, wenn unsere Gesundheit unter 25% sinkt, dass wir die Zeit verlangsamen und wenn wir auch entdeckt werden durch einen Gegner, dass die Zeit sich verlangsamt. Das ist alles sehr, sehr cool und die Neofiber erhöht einfach unsere Schadensminderung. Ich finde, das Nervensystem ist sehr gut ausgerüstet. Lassen wir das mal so. Gucken wir mal noch, was wir uns in die Haut einsetzen können. Boah, das Chitin ist ja der Hammer. Erhöht unsere Rüstung um 226 und verleiht uns eine Gesundheitsregeneration pro Attributspunkt, also aktuell plus 180% Gesundheitsregeneration. Ja, bitte. Für 33.000 nehmen wir das einmal mit. Können wir den Schild und diese normale Panzerung noch irgendwie austauschen? Der Schmerzeditor. Nochmal mehr Rüstung und dann minus 7% auf allen erlittenen Schaden. Das klingt auch cool. Jetzt ist unsere Rüstung schon bei 1110. Die war gerade eben noch hier irgendwo bei 200 oder 400. Krass. Ja, und dann hätten wir hier noch die Nanoplatten. Die haben eine 7%ige Chance, ein eingehendes Projektil einfach zu blockieren, würden auch nochmal unsere Rüstung um 10 erhöhen und Schaden von Kopfschüssen und Schwachstellen pro Attributspunkt erhöhen, also aktuell plus 4%. Das nehmen wir auch mit. Ja, ich würde hier noch Mikrorotoren einsetzen, die erhöhen nochmal um 23% das Angriffstempo im Nahkampf. Und auch nochmal die kritische Trefferchance um 2%. Sehr cool. Bei den Händen würde ich noch sehr gerne die unbewegliche Macht reinpacken. Aber leider ist uns hier dann doch die Cyberware-Kapazität gerade ausgegangen. Ich weiß nicht. Dann noch den ballistischen Koprozessor für unsere Powerwaffen, dass die noch irgendwie Querschläger verursachen. Ich weiß es nicht. Und hier bei der Optik, Kiroshi-Optik, erhöht die kritische Trefferchance um 30%. Vielleicht nehmen wir das noch irgendwie mit. Da müsste ich nur gucken, was wir einmal auswechseln wollen. Nein, ich wüsste nicht, was wir ablegen wollen. Alles sieht nämlich sehr, sehr gut aus, was wir hier haben. Aber dann würde ich doch noch ein paar Upgrades einmal holen wollen, weil wir haben noch 605.000 Eddies und auch 758 von den seltenen Kategorie 5 Plus Upgrade Materialien. Gucken wir doch mal, wie das hier aussieht. Das erhöht nochmal den Schaden pro Treffer. Und jetzt kann ich entscheiden, was ich haben will. Mega cool. Okay. Ja, da bleiben wir aber hier bei dem Schadensbonus. Die anderen Effekte hier unten gefallen mir jetzt nicht so sehr. Cooles Interface. Das nächste kostet schon 200, okay.
Wie sieht es hier mit unserer Rüstung aus? Kopfschuss, Schadensmultiplikator und Gesundheit. Und eine Rüstung dann von 150. Ja, nehmen wir. Und bei unserem Skelett. Wow, da geht die Rüstung auf 220 hoch. Das erhöht sogar Tragekapazität. Wie cool. Schadensminderung, bessere Gesundheitsitems oder Panzerung, Nahkampfschaden, kritischer Schaden. Ja, auf jeden Fall das hier. Und unser Knochenmark, das sowieso schon Nahkampfschaden boostet. Da könnte man auch nochmal den Kopfschuss-Schadensmultiplikator nehmen, aber das ist so wenig und hier geht auch ein bisschen was von Nahkampfschaden runter. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt zu erweitern. Aber bei dem Chitin können wir noch gucken. Da geht die Rüstung auf 216. Und wir könnten bei den gleichen Effekten bleiben. Oder wir gehen hier auch nochmal in Richtung Kopfschussschadensmultiplikator und Resistenz gegen Nahkampfschaden. Ah, das könnte auch cool sein. Da müssten unsere Kopfschüsse in der Theorie schon richtig viel Schaden machen. Schauen wir mal, ob wir das gleich noch weiter erweitern können. Eine Rüstung von 232, das ist schon krass. Dann können wir doch nochmal schauen, ob wir das Skelett einmal weiter aufwerten möchten. Genau, einfach hier die Rüstung noch erhöhen. Und vielleicht dann doch nochmal die Mantisklingen. Genau, hier dann den Schaden auf 123 erhöhen. Ja, und damit haben wir unsere Upgrade-Komponenten erstmal gut in uns investiert, würde ich sagen. Danke dir, Ripper Dog. Ich glaube, wir sind ein bisschen überladen. Oh ja, wir haben nur noch 315 Tragekapazität. Das ist natürlich jetzt der eine Nachteil, dadurch, dass wir ein paar Sachen verändert haben. Aber wenn wir doch hier einmal am Upgraden und Aufräumen sind, dann können wir doch mal gucken, was wir in unseren Revolver noch einsetzen wollen. Aha, erhöhter Zoom, mehr Reichweite, erhöhte kritische Trefferchance und erhöhten kritischen Schaden. Das passt doch erstmal ganz gut. Unsere Machete ist aber immer noch stärker in der Theorie als unsere Mantisklingen. Da könnten wir auch noch ein bisschen was rein investieren, aber ja, ich glaube nicht in so eine random Machete. Aber damit wären wir jetzt erstmal ready zwischen den Episoden. Allerdings, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, hat einmal Panam uns nochmal geschrieben. Das heißt, da können wir auch einmal gucken, was sie möchte. So, lange nicht gesehen, wie viel in Night City unterwegs? Nur so eine Frage. Ist ja nicht so, als würde ich dich vermissen. Ah, ich vermisse dich auch. Was gibt's Neues bei euch? Ehrlich gesagt wollte ich dich um Rat bitten. Ich muss mit Saul über ein Mitglied der Familie reden. Die Sache ist heikel. Aha, es geht um diesen Typen, Jax. Du kennst ihn nicht persönlich. Er war für eine Erkundungsmission verantwortlich, hat die Drohne gesteuert und sollte sicherstellen, dass es in der Gegend keine Wraiths gibt. Das Problem ist nur, er hat dabei überhaupt nicht auf einen Weg aus dem Talkessel geachtet, den am Tag davor ein Petrochem-Konvoi genutzt hat.
weil er aus irgendeinem Grund davon überzeugt war, dass die Wraiths sich dort nicht aufhalten würden. Und naja, genau da wurden wir überfallen. Wir haben die Aufnahmen von der Drohne. Wir haben das gesamte Team verloren. 4 Leute wie. Wer weiß, vielleicht hätte man sie noch retten können, aber Jax hat Panik bekommen. Er hat versucht, die ganze Situation irgendwie zu vertuschen und bis wir herausgefunden haben, was passiert ist, war es schon zu spät. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir mit ihm machen. Scheiße, Panam, mein Beileid. Normalerweise würde ich ja sagen, du sollst dem Typen nochmal eine Chance geben. Aber die alte Kallus haben schon zu viel durchgemacht, um ihn so etwas davonkommen zu lassen. Menschliches Irren, Fehleinschätzung, vielleicht einfach nur Dummheit, wer weiß. Aber so oder so muss das Konsequenzen haben. Ich hatte Angst, dass du das sagen würdest, aber wahrscheinlich hast du recht. Diese Familie kann nur bestehen bleiben, wenn wir aus solchen Fehlern nicht nur lehren, sondern auch Konsequenzen ziehen. Danke für dein offenes Ohr. Mir wird jeden Tag klarer, dass du echt meine Stimme der Vernunft bist, Vi. Wir könnten jemanden wie dich bei uns im Clan gut gebrauchen. Ich sag bloß, was alle denken. Du bist mir wirklich wahnsinnig wichtig, weißt du das? Muss ich nur mal loswerden. Na. Kann es gar nicht erwarten, dich wiederzusehen. Die sind so süß, die beiden. Schön. Dann haben wir mit Panam auch noch ein bisschen gechattet. Und Ronnie ist hier. Was machst du denn hier in den Longshow Stacks? Alles okay, Ronnie? Was brauchst du, Chef? Ich habe ein paar Fragen über Dogtown. Na klar, schieß los. Nee, den haben wir schon ausgequetscht, aber cool, dass du wanderst. Und was wir von Mr. Hans noch gehört haben, ist, dass ja Hassan hieß er, glaube ich, mit diesem Prototyp im Auge, dass der sich jetzt irgendwie in der Elizabeth Crest Street befindet. Das müsste, glaube ich, genau hier in der Nähe sein. Da würde ich auch gerne einmal nachschauen, ob wir ihn finden, weil wir haben ihn ja am Leben gelassen. Und gucken wir mal, ob es dann auch nur wieder irgend so ein Biomon-Signal ist oder woher das kommt. Es ist auch interessant, dass das jetzt keine richtige Quest ist. Aber wir jetzt einfach mal auf Erkundungsaktion gehen. Optik! Wer will? Wer will? Hä? Es muss nicht immer Kiroshi sein. Da ist er ja. Hassan? Was? Ich kenne keinen Hassan. Ah, du bist es. Was willst du? Das sieht furchtbar aus. Was ist passiert? Mein scheiß Auge wurde rausgerissen. Das ist passiert. Kann mir nicht mal ein simples Implantat leisten. Hattest du nicht einen Käufer für die Tech am Haken? Hatte ich. Und er hatte nützlichen Trottel. Mich. Bin zum Reaper gegangen. Dann bin ich halb tot und mit nur einem Auge irgendwo im Nirgendwo wach geworden. Ich habe alles verloren. Einfach alles. Hör zu. Brauchst du Hilfe? Ja, du kannst mir helfen. Finde den Schlechter, der mir das angetan hat. Dann zeigen wir Setatec und den Scavs. Du und ich, wie früher. Ja. Lass mal lieber Hassan. Ich hab dein Leben nicht gerettet, damit du es wegwerfen kannst. Klar, du hängst auch nur an der Leine eines Fixers. Verpiss dich einfach. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Mhm. Schön, da haben wir ihn gerettet und dann sowas. Immerhin ist er am Leben. Das war ja auch mehr oder weniger sein Vorschlag. Schön, dann haben wir Hassan auch wieder getroffen. Und dann würde ich jetzt sagen, rufen wir einmal Solomon Reed an. Reed, hab den Datensplitter von Hans. Unser goldenes Ticket ins Black Sapphire. Perfekt. Schick mir die Daten. Keine Sorge, die Verbindung ist sicher. Hier, ist unterwegs.
Und angekommen. Ich gebe das an Alex weiter. Wenn du soweit bist, treffen wir uns in The Moth. Sollte ich noch nicht da sein, warte auf mich. Bis dann. Okay, bis dann. Das war ja auch hier in den Longshore Stacks. Da befinden wir uns schon am richtigen Ort. Geile Bude. Scheiß auf Konzerne! Kauf bei Ronald! Auf dich, Carnalito. Heute würde ich dich bestimmt nicht mehr erkennen. Dein Zimmer ist noch gemacht. Setz dich. Kann ich helfen? Ganz ehrlich, ich gewöhne mich langsam dran. War das der Relic? Wird jeden Tag schlimmer. Ich habe so gut wie keine Zeit mehr. Sag mal, hast du diese Anfälle öfter? Ich zähle sie nicht wirklich, aber jeder könnte der Letzte sein. Wow, übel. Ach echt, hab ständig den Tod im Nacken. Das Gefühl kenne ich. Mit einem Fuß im Grab zu stehen? Genau. Ich habe da nie drüber gesprochen. Die haben bloß versucht, mich umzubringen. Aber manchmal fühlt es sich an, als wäre es ihnen gelungen. Also rede ich mit einem Geist. Dieser Hinterhalt. Der vor 7 Jahren. Ja, ich weiß. Was genau ist damals passiert, Reed? Ich bin auf der Intensiv gelandet und habe gewartet, dass mich irgendein Arasaka-Killer erledigt. Ich wurde verraten. Von unseren Leuten. Der FIA. Naja, verraten. Ich war Teil eines Deals, eines Friedensangebots. Mein Kopf auf dem Silbertablett. Alles für einen Waffenstillstand. Frieden hat seinen Preis. Ich habe ihn bezahlt. Komm, ich will dir was zeigen. Moment, die haben dich verraten und du arbeitest wieder für sie? Selbst tiefe Wunden vernarben irgendwann. Nach ein paar Jahren jucken sie nur noch. Gehen wir. Okay, das kann ich noch nicht nachvollziehen. Dann mal runter. Wo geht's hin? Eine kleine Reise in die Vergangenheit. Zu altem Schrott. Ich fasse es immer noch nicht, dass Alex ihre Bar direkt über unserem alten Safehouse aufgemacht hat. Sie hatte immer einen seltsamen Sinn für Humor. Wo ist sie? Wartet sie unten? Sie wollte ein paar Sachen in der Stadt rausfinden. Wir sollen es uns gemütlich machen, bis sie wiederkommt.
Hier war es 7 Jahre lang dunkel. Es werde Licht. Das Ende jedes Krieges ist unschön. Jede Seite will aufräumen. Eine Autobombe jagte einen aus meinem Team hoch. Ein anderer wurde vergiftet. Der dritte bekam einen Kopfschuss beim Zigarettenkauf. Andere sind einfach spurlos verschwunden. Jede Nacht warteten wir darauf, von Arasaka-Agenten erledigt zu werden. Ich musste mich entscheiden. Ich habe nicht aufgegeben. Ich dachte, wir hätten noch eine Chance. Es war mutig. Oder dumm. Oder beides. Vielleicht konnte ich es einfach nicht sein lassen. Oder vielleicht bin ich ein schlechter Verlierer. So oder so konnten wir damit noch ein paar Agenten retten. Der Preis dafür war ich. Sag, was du willst, aber das klingt, als wären die dir in den Rücken gefallen. Aber dadurch haben sie meine Leute gerettet. Bei ernsthaften Spielen gibt es auch ernsthafte Konsequenzen. Schon komisch. Sie beauftragten ausgerechnet Songbird, mich zu erledigen. Moment. Ja. Erledigen? Wortwörtlich? Hat sie auf dich geschossen? Nicht persönlich, aber sie hat die Leute reingelassen, die es getan haben. Ich wollte die Stadt verlassen. Nach Hause. Songbird war noch hier. In diesem Raum sogar. Sie hat mich über Funk direkt in eine Falle geführt. Mich zu neutralisieren, das war ihr letzter Auftrag in Night City. Dann durfte sie nach Hause. Reed, was du jetzt planst, willst du sie retten oder ist das Rache? Ich bin nicht mehr der rachsüchtige Typ. Ich hatte genug Zeit, das unter dem Mikroskop zu betrachten. Beim Scharfstellen werden manche Sachen klarer und andere verschwimmen. Und irgendwann ist der ganze Scheiß drumherum egal und du siehst das Wichtige. Songbird gehört zu meinen Leuten. Das ändert sich nicht. Scheiße, Reed. Myers ist eine ganz andere Geschichte. Aber Songbird? Nein, ich habe nichts gegen sie. Warum Myers? Habe ich was verpasst? Nur Nostalgie. Also dann, fangen wir an. Ich habe Sliners Behauptung überprüft. Offenbar hatte er recht. Hab mir alte Dateien angesehen, von Missionen, in die Somi involviert war. Die waren kaum zugänglich, selbst für mich. Jeder einzelne davon, die Black War. Genehmigung, Missionsbefehle, alle von einer Person unterschrieben. Rosalind Myers. Will nicht in ihren Schuhen stecken, wenn der Mist ans Licht kommt. Die NUSA ist ein kleines Land, regiert von einer Frau mit großen Ambitionen. Und die überstrahlen manchmal die Vernunft. Aber darüber müssen wir uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Alex, was hast du für uns? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Wir planen gleich. Sag mal, wie ziehst du dich gern schick an? Nein, dabei fühle ich mich immer so affig. Autsch, dumm gelaufen für dich. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ich habe rausgefunden, dass auf der Party ein großer Popstar auftritt. Und auf der Gästeliste steht alles, was Rang und Namen hat. Und ihr. Ihr macht euch schick und redet mit echten VIPs. Aber seid gewarnt. Das heißt nicht, dass die Sache leicht wird. Bereit für die Details, wie? Lass hören.
Das Black Sapphire, der am schwersten bewachte Ort in Dogtown. Aber die Security ist nicht perfekt. Wie? Du musst durch ein überflutetes Tunnelsystem. Ich habe einen hochmodernen Taucheranzug für dich, der dir passen sollte. Das Wasser ist vielleicht etwas supergiftig, also Vorsicht. Was ist mit Reed? Wollte ihn gerade erwähnen. Natürlich wird er auch dort sein. Wie das Hotel aussieht, weißt du ja. Kann man nicht verfehlen. Geflutete Tunnel. Hier, dort kommst du rein. Und jetzt pass auf. Am Ende erreichst du ein Terminal. Verlinkst dich, hackst die Kameras, sodass Reed sich reinschleichen kann. Ihr nehmt zwei Aufzüge nach oben. Hier. Sol öffnet einen Durchgang zu seiner Seite. Und ja, das ist der einzige Weg. Der Bereich wird vielleicht schwer bewacht, also müsst ihr leise sein. Wir wissen nichts Genaueres. Seid kreativ. Improvisiert. Ihr trefft euch hier. Sobald ihr euch gefunden habt, macht ihr euch schick wie zum Abschlussball und geht rein. Drinnen trefft ihr dann Songbird. Alles klar? Okay, wie kommen wir nochmal rein? Du schwimmst durch überflutete Tunnel. Dann lässt du Reed am anderen Ende rein. Wie klingt das? Yep. Prima. Okay, zur Ausrüstung. Nimm dir ruhig Zeit und nimm alles mit, was nützlich sein kann. In der Kiste erwartet dich eine Überraschung. Dann schauen wir uns doch einmal um. Wir nehmen einfach alles mit. Was haben wir denn hier? Militech Apogee Sandevistan. Oh, hallo. Wenn Sandevistan aktiv ist, Zeit wird um 85% verlangsamt. Wie? Plus 10% Schaden von Kopfschüssen, plus 9% kritische Trefferchance, plus 13% kritischer Schaden. Oh, ein Sandevistan-Bild. Das könnten wir natürlich auch probieren. Nehmen wir einmal mit, vielleicht müssen wir dann doch nochmal zum Ripper Dog. Cut-O-Matic, Kettensäge. Wow. Da müssen wir nur unser Cyberdeck austauschen. Eine Waffe? Natürlich. Ihre Majestät kann ihren nächsten Einsatz kaum erwarten. Es wäre mir eine Ehre. Neues Item erhalten. Ihre Majestät. Her Majesty, okay. 150% Kopfschuss-Schadensmultiplikator. Okay, das haben wir aber auch anscheinend auf unserem Roscoe. Wenn optische Tarnung aktiv ist, haben Schüsse mit dieser Waffe perfekte Treffsicherheit und verursachen garantierte kritische Treffer bei Kopfschüssen mit erhöhtem Schaden. Und als wäre das nicht gut genug, hat die Waffe außerdem noch einen einzigartigen Schalldämpfer. Ich weiß nicht, ob wir die ausprobieren sollten. Oder ob wir einfach mit unserem lauten Revolver rumballern. Aber wir haben gerade eben auch noch ein Tech-Scharfschützengewehr. Nein, das ist ein Smart-Scharfschützengewehr mit 469 Schaden. Ein Power-Scharfschützengewehr. Ja, aber das Tech-Scharfschützengewehr hat einen 300-prozentigen Kopfschussschadensmultiplikator und Panzerdurchdringung. Bleiben wir mal bei der. Oh, da habe ich gesehen, haben wir tatsächlich noch einen Vorteilspunkt bekommen. Also gibt es die auch noch weiter über Level 60?
Das habe ich so nicht gewusst, aber auf jeden Fall nehmen wir dann hier noch diese Eigenschaft einmal mit. Und dann heißt es wohl, dass wir eine Runde tauchen gehen. Da fällt mir ein, Hans, was wollt ihr dafür, dass er uns geholfen hat? Dogtown steckt in einem endlosen Machtkampf. Massig Geschäfte laufen hier. Aber nur Hansen verdient dran. Hans will diversifizieren, wer was, wo und wann kontrolliert. Meine Fähigkeiten sollen das ermöglichen. Politik. Dieselbe Scheiße, egal wo du bist. Weißt du, ohne dich hätten wir keine Möglichkeit, ins Black Sapphire und zu Songbird zu kommen. Bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ehrlich wie. Das war's? Alles bereit? Denke schon. Ich bleib noch kurz hier und treff dich dann dort. Hier stinkt's nach Erinnerungen. Etwas staubig, aber gut erhalten. Was machen wir damit, wenn ich an der Riviera bin? Sperrst du dich hier ein und befummelst die ganze alte Tech, bis deine Eier vertrocknen? Wir fackeln das eher alles ab. Und kommen nie wieder. Ha, der Plan gefällt mir. Und dann würde ich sagen, machen wir hier doch einfach in der nächsten Folge einmal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.